Ihr habt ja jetzt keine spitzen Nippel links und rechts neben den Ohren. Wichtig, 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 Freunde. Die Dudes, also dieser, ich weiß nicht, wie er richtig ausgesprochen wird, aber Dio und sein Kollege, die quasi bei Justin die Hausmeisterjacke gespottet haben, reagieren auch oder gucken sich auch die ADR Earthquake-Kollektion an. Ich bin schon super, super hyped, was dabei rumkommen wird. Ich hoffe, dass da ein Video auf YouTube erscheinen wird, sodass wir uns das am Freitag anschauen können. Das wäre nämlich legendär. Da ist tatsächlich unser Wunsch in Erfüllung gegangen. Dass die beiden Modespezialisten, die einzig wahre Fashion-Polizei, da einmal drauf guckt. Da freue ich mich doch schon drauf, Freunde. Das wird sehr, sehr, sehr wild. Da kann ich auch noch mal ein bisschen Promo mitnehmen von den beiden Jungs. Weil, wie wir wissen, ist ja am Sonntag der Release. No joke, ich bin wirklich gespannt, was da rumkommt. Es wird wild. Viele haben gesagt, dass Max, also Maximilian, dass er sich ADR angeschaut hat. Max reagiert auf die neue Kollektion von Patrick Spector. Im Thumbnail Patrick Spector Cloud Designs. Patrick Spector Cloud Designs. Aha, okay, da bin ich jetzt mal gespannt, was da bei rumkommt. Ich guck mal kurz eben nochmal die Pieces an. Ja, doch, eindeutig. Jetzt fällt es mir auch auf. Die Velour Pants ist doch eindeutig von P. Diddy geklaut worden, oder? Sean? John? Oder doch DYDS? Spaß beiseite, Freunde. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, jetzt no joke, bezüglich der Kollektion, dann könnt ihr mir gerne in den Chat schreiben. Dann versuche ich die ein oder andere Frage auch gerne zu beantworten. Aber wie gesagt, folgt einfach der ADR Instagram-Seite, weil da sollte eigentlich im Laufe dieser Woche, auf jeden Fall vor dem Release am Sonntag, alle Informationen bereitgestellt werden. Genauso wie Pricelist. Ich muss euch sagen, dass einige Pieces ein bisschen minimal teurer geworden sind, als ich es mir vorgestellt habe. Aber auch wichtig, da wiederum andere günstiger geworden sind, als ich mir vorgestellt habe. Ganz wichtig an der Stelle zu sagen. Ich hoffe, wir können sie morgen, spätestens am Freitag, auf der Instagram-Seite veröffentlichen. Um einfach mal ein Beispiel zu nennen. Tasche wollten wir eigentlich für 49 ansetzen, wie ein T-Shirt. Wir haben sie jetzt für 44 angesetzt. Pants wollten wir eigentlich so ansetzen wie die Lanik Pants, 89. Wir haben sie jetzt aber 5 Euro, mussten sie 5 Euro höher ansetzen, weil der Stoff nochmal eine Schippe teurer war, ja, als das Lanik-Material. Deswegen wir da. Also wir reden immer hier über einen Fünfer, so hin und her. Ich will nichts Falsches sagen, weil nachher heißt es, ja, du hast ja so und so gesagt, obwohl es dann so und so war. Verstehst du, wie ich meine? Deswegen, ich halte mich lieber bedeckt, bevor das nicht auch wirklich veröffentlicht ist und nachher schieße ich mir ins eigene Bein. Aber Freunde, ich will auch nicht zu lang labern. Ich will jetzt hier wissen, was der Max hier zu sagen hat zu der ADR-Kollektion. Plus von wem ich geklaut habe, auf Valente angelehnt, also. Aha. ADR hatte vor 7 Stunden die Premiere, die Trailer-Premiere. Official Fashion Show steht da, unterlassen. Ja, genau so. Lassen wir uns natürlich nicht lumpen, bei ihm ist die Fashion-Polizei. Auch wir begutachten natürlich auch, was der da so treibt mit ADR. Und ich bin schon sehr gespannt, ich habe noch nichts gesehen. Ich kann mich daran erinnern, dass zur Midnight-Kollektion super viele, also was heißt super viele, auf jeden Fall, dass dort, ja, ein paar Reaction-Videos online gekommen sind. Dieses Mal ist das tatsächlich das erste, was ich zumindest sehe. Ich weiß nicht, ob, ich habe jetzt auch nicht aktiv danach gesucht, muss ich sagen. Das ist jetzt die erste quasi Reaction, die ich mir angucke, einer anderen Person auf YouTube, die sich meine Modemarke anschaut. Oder die Earthquake-Kollektion. Wildes Setup auf jeden Fall, da mit den Glasscherben und den runterhängenden Leuchten. Sehr viel LED sieht man so in letzter Zeit. LED haben wir auch von Monte gelernt. Sehr, sehr nice, sehr, sehr wichtig. Man kann nie genug haben. Genau das habe ich mir auch als Beispiel genommen. Vielleicht habe ich ja auch das dann geklaut. Nicht von Monte, von Red. Red war ja, ach, Apo LED, stimmt. Wie konnte ich Monte mit Apo LED verwechseln? I'm sorry, sorry. Dumm einfach gewesen, wirklich. Ah, ist logisch, schaut cool aus, wie das da reingekommen ist. Schnitt ist cool. Ich muss dazu noch einmal sagen, das Video habe ich nicht selber geschnitten und auch nicht selber gefilmt. Das war ja schon bei der Midnight-Kollektion so, dass wir uns dafür eine externe Person dafür engagiert haben. Dieses Mal hat es der Stefan gemacht. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Hat vielleicht einen kleinen anderen Vibe als die vorherigen,
Weil das andere, was wir bisher gemacht hatten, war alles so Fashion-Show-mäßig. Und das geht auch in die Richtung, aber hat ein bisschen Hauch mehr Charakter von so einem Trailer. Versteht ihr, was ich meine? So kommt es mir zumindest vor. Okay, nice. Okay. Aha, okay, wir haben da jetzt schon die erste Zipjacke. Inside-Out-Schnitt haben wir da. Krass, aber okay, dass das direkt auffällt. Ich dachte, das ist eher so ein Detail, da muss man zweimal hingucken, um das direkt zu, oder um das zu erkennen. Okay, haben wir beim Inspirations-Hoodie auch gemacht. Ich finde das mega nice und ich finde, das schaut auch sehr gelungen aus da. Okay, so ein Stitching. Die Hose mit Buntfalte vorne, auch Inside-Out mit dieser Flocknaht. Sehr, sehr schön. Aha. Einfach mal so eine Frage in den Raum gestellt. Bitte ehrlich beantworten. Ihr kennt ja die normalen Fans von Needles zum Beispiel, ja, von Palm Angels. Die haben ja eine Buntfalte eingenäht hier vorne. Aber was da gemacht wird, ist quasi, der Stoff wird minimal überlappt und dann einfach zugenäht. Dass das quasi in Lupenform so ist. Also vergrößert wäre das quasi so. Wir haben das jetzt so ähnlich gemacht, aber dass wir diese Naht mit so einer Overlock-Maschine letztendlich, mit so einem Kontrast-Stitching gearbeitet, sodass man quasi diesen Inside-Out-Look hat. Hier bei der Naht, seitlich und hinten ist nochmal so ein Ding. Jetzt mal ohne Witz, habt ihr das bei so einer Hose schon mal gesehen gehabt? Also das interessiert mich nur, weil ich wissen will, ob es das schon mal gab. Nicht, weil ich jetzt sagen will, ich habe es erfunden. Diese Inside-Out-Geschichte, Freunde, die das jetzt nichts Neues, um ehrlich zu sein. Das haben wir schon häufiger auch gesehen gehabt. Falls das irgendwer schon mal gesehen hat und zufällig irgendwie ein Piece zu Hause rumliegen hat, schickt mir mal gerne über Instagram eine DM, weil mich würde tatsächlich auch interessieren, wie andere Leute das dann irgendwie umgesetzt haben. Das ist die Hose, die hat er schon ein paar Mal gezeigt. Ja, schaut wild aus, auch mit diesem Metallpatch. Hose war ja einer der Leaks, die ich quasi euch vorab schon gezeigt habe. Also die Cargo-Pants und auch die Denim. Und das war auch so ein bisschen meine Angst, bin ich euch ehrlich zu euch, dass wenn ich euch Sachen zeige, so im Vorhinein, dass dann, wenn die Fashion-Show online kommt, dass das dann so ein bisschen untergeht. Wisst ihr, wie ich meine? Stellt euch mal vor, so ein Album, so ein Musikalbum. Da sind 10 Songs drauf. Und angenommen jetzt, es gibt 5 Top-Songs aus Sicht des Künstlers zum Beispiel, und er droppt davon 3 als Singles. Dann ist immer bei mir so, die Lieder sind dann immer so ein bisschen, weiß ich nicht, man kennt sie schon, man hat sie teilweise schon ein bisschen so tot gehört, sag ich jetzt einfach mal. Und dann, wenn die anderen 7 Songs nicht demselben Niveau sind wie die anderen 3, wisst ihr, wie ich meine? Dann ist es direkt ein scheiß Album, obwohl die 3 Singles vielleicht voll krass waren. Versteht ihr, wie ich meine? Das war so ein bisschen so, boah, so ein Hirngespinst von mir, dass ich jetzt irgendwie denke, so, boah, weiß ich nicht, ob ich da vielleicht zu viel geleakt habe oder so. Aber Chat weiß, was ich meine, okay. Richtig, Chat. Vergleiche, Pat. Ihr habt's auch mittlerweile verstanden, Freunde. Diese Szene extra eine halbe Stunde gefühlt im Video gelassen, damit jeder auch checkt. 2 in einem, meine Freunde. 2 in einem. Nein, was? Der macht das auch? Oh mein Gott. Ach so. Von MAM geklaut. Aha, verstehe. Jetzt macht das Thumbnail auch einen Sinn. Ob ich das T-Shirt jemals schon gesehen habe, das ist hier die Frage an der Stelle. Bei MM Tabula, das gibt's nicht. Vorher schauen wir das Justin-Video und er geht in die Richtung Nightclub, Erotik und so weiter. Jetzt bringe ich mit MM Tabula Rasa Shirts raus, die du umdrehen kannst und Hoodies, die du umdrehen kannst, die du so als Basic tragen kannst oder halt mit Print. Und jetzt auf einmal da bei Adia das Gleiche. Ja, aber Freunde, jetzt mal Hand aufs Herz, auch so diese T-Shirts, die man jetzt umdrehen kann und dann so auf 2 in einem angelehnt, gab es auch schon häufiger. Also das jetzt, ich will hier auch gar nicht sagen, dass ich jetzt hier bei jedem Piece alles komplett, das Rad neu erfunden habe, verstehe, wie ich meine? Das haben wir auch schon in der Vergangenheit, also es gab's schon. Also sag ich natürlich nicht, dass die von mir kopieren oder so, sondern ich sag, das ist ein witziger Zufall. Ich habe tatsächlich auch noch nicht von MAM das T-Shirt gesehen, um was es sich handelt. Außer das war jetzt irgendwie in einer der letzten Kollektionen, die wir uns dann wahrscheinlich auch angeschaut haben. Es ist mir vielleicht gar nicht aufgefallen, also ich wüsste jetzt nicht. Oder ich glaube, das ist einer der künftigen Kollektionen, die Max rausbringen will, wo er vielleicht selber noch gar kein Sample in der Hand hatte. So nur als Idee quasi hat. Ist ja auch absolut
Legitim. Wir haben jetzt hier hinten dieses Stitching, also das Etikett, auch mit der Größe, das bleibt dann einfach quasi draußen. Ah, okay, nice. Freunde, ich sag's noch einmal. Der Sweater, ich weiß nicht warum, aber gefühlt ist das das gehypteste Produkt der ganzen Kollektion. Und ich fühle den des Grauens, aber hätte ich wirklich nicht gedacht. Hätte ich ein Piece nennen müssen, was am schlechtesten ankommt, dann hätte ich gesagt, der Sweater. Der schaut cool aus. Der gefällt mir. Der Kragen beim Sweater ist ein bisschen wack. Ich weiß, was du meinst, Bro. Hier, der hier sieht ja so ein bisschen, es wird hier abstehen aus, aber ich muss sagen, weiß nicht warum das jetzt hier so aussieht, aber ich habe den jetzt schon häufiger angehabt und der Kragen ist ein ganz normaler Kragen. Also ihr habt da jetzt keine spitzen Nippel links und rechts neben den Ohren. Sorry, Freunde, es tut mir leid. Der gefällt mir. Gibt mir fast ein bisschen die VBS-Vibes. Der hat vor kurzem ja auch so einen Zipper rausgebracht mit so Engelsfiguren oder so. Ja, ich weiß, was er meint, aber VBS ging ja nochmal ein bisschen in eine andere Richtung. Plus, ich muss dazu sagen, die gesamte Kollektion, jetzt no joke, stand schon Ende letzten Jahres. Das Einzige, was wir jetzt no joke geendet haben, das habe ich ja auch offen kommuniziert. Ich weiß auch gar nicht, wann VBS, by the way, released hat. Ich glaube, es war im Januar oder Dezember irgendwie so. Ja, aber das ist ja auch, glaube ich, jetzt nicht der Vorwurf, der im Titel da quasi aufgegriffen wird. Das Einzige, was wir geändert haben, das ist das T-Shirt. Habe ich euch den Print gezeigt gehabt mit dem Skorpion. Das ist no joke im April passiert. Das war eine ganz, ja, spontane Aktion fast. Weil da haben wir das T-Shirt, den Print gecancelt und haben den Schnitt wieder, also weiter benutzt, weil, habe ich euch auch erzählt, dass das ganze T-Shirt, also der Schnitt des T-Shirts komplett anders jetzt ist als bei der vorherigen oder bei den vorherigen Kollektionen. Haben dann quasi dieses 2-in-1 Konzept aufgegriffen, was eigentlich für die Kollektion danach geplant war. Hose wild, aber Zip, dieser Half-Half, wobei es nicht Half-Half ist, gefällt mir sehr gut. Also das ist wirklich ein sehr nices Piece. Die Farben sind kräftig, kommt schön hervor. Schnitt, ja, aber gefällt mir auch dann hier nochmal. Ich glaube, das ist ein Printing. Das ist, by the way, habe ich auch vergessen zu erzählen. Digitaldruck. Warum sage ich digital? Weil unser Produzent immer digital sagt. Der hat so einen leichten Akzent. Da müssen wir mal ein bisschen schmunzeln. Nicht, weil wir jetzt irgendwie Leute zu Sau machen, die nicht... die eine etwas kritische Aussprache haben, aber ihr wisst, ab und zu. Er lacht dann auch immer mit. Ja, die Hose ist sehr wild. Ist mir persönlich ein bisschen zu abgespaced, aber gibt sicher einige, die das feiern. Gibt mir auch so ein bisschen diese Cowboy-Vibes. Die Hose ist abgespaced? Also gerade dieses Abgespaced finde ich nice so. Also ich glaube, es war auch, viele haben auch gesagt, dass das so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Ich hoffe, dass wir da auch in Zukunft weiter aus der Reihe tanzen können, weil, weiß ich nicht, das ist jetzt so, ich finde, das muss der Anspruch sein. Jetzt nicht so das hundertste Mal selben Sachen machen, sondern muss jetzt nicht jedes Mal irgendwas krass Innovatives oder irgendwie so Blow My Mind Geschichten haben. Es wird bestimmt auch Kollektionen geben, wo halt vorsichtig ausgedrückt Einheitsbrei am Start ist, aber so ein bisschen Pfeffer in der Suppe, so nenne ich es immer ganz gerne, ist nicht schlecht. Und dann musst du halt auch mit dem Kompromiss leben, dass das halt vielleicht nicht bei jedem gut ankommt. Vielleicht hast du halt deswegen dann auch weniger Verkäufe, aber I don't know, so. Vielleicht hast du gerade deswegen auch mehr Verkäufe, kann man ja gar nicht so oder so sagen, deswegen... Alles gut. Der kommt noch in schwarz, oder wie? Ah, es kommt ein Hoodie so. Ah, okay. Da habe ich so einen von Represent da hinten hängen. Das ist der da. Jetzt komme ich wieder mit Represent. Eh klar. Aber so an dieses Ding erinnert mich das ein bisschen. Mhm, ja. Von Represent geklaut. Viele haben gesagt, dass ja der Magella an Magella angelehnt ist. Ihr habt ja auch den Entstehungsprozess vom Hoodie gesehen gehabt, den habe ich euch gezeigt. Also das war jetzt auch nicht wirklich so geplant, dass der so letztendlich aussieht, wie er jetzt aussieht. Sondern wir haben irgendwann im Laufe des Prozesses gesagt, hey, wir sind jetzt, gefällt uns das. Die anderen 3 oder 4 Samples, die wir gemacht haben, sind kacke. Wir entscheiden uns für den. Hat Represent natürlich nicht erfunden, aber fand ich bei Represent schon sehr nice. Bin gespannt, wie die das umgesetzt haben. Will ich mal von Represent nochmal sehen. Ja, okay. Okay, Technik wird wahrscheinlich dieselbe sein, auch gebleached. Ich hab den ja auch gerade an, zufälligerweise. Sie haben es jetzt straight mittig gemacht, also quasi, dass der Kontrast zwischen weiß oder beige in dem Fall und schwarz direkt in der Mitte ist. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber hier ist es minimal nach links versetzt. Und ich weiß nicht, wie die es jetzt gemacht haben, aber die Linie ist klarer von denen. Wisst ihr, wie ich meine? Diese ist mehr so
zackiger, nenne ich es jetzt einfach mal. Könnt ihr das sehen? Nicht so geradlinig wie die von Represent. Gefällt mir persönlich besser, dieses zackige, aber ist wahrscheinlich auch Geschmackssache. Ah, okay. Eine Jacke kommt auch. Na, da schau her, da geht's dahin. Achtung, Schock. Ja, Jacke, nice. Mit so zwei Zips auf der Brust. Die zwei Zips auf der Brust haben wir gemacht oder habe ich gemacht, weil ich jetzt da... Ich wollte ein Element haben, was sehr, sehr unique ist, aber jetzt nicht, wo jetzt, weiß ich, hier fett irgendwie irgendwelche Patches sind. Das habe ich euch auch erzählt. Die Jacke ist ein Mix aus Bomberjacke und Collegejacke. Ihr habt einen typischen Patch wie auf einer Collegejacke hier links auf dem Ärmel. Ihr habt hinten einen geflockten Schriftzug, der auch auf einer Collegejacke hätte sein können. Aber der frontale Teil ist halt mehr Bomberjackenlastig. Plus, da habt ihr halt nicht überall 1000 Patches noch drauf. Ich habe davon mehr oder weniger schon genug gesehen. Ich will nicht sagen, dass es absolut wack ist. Aber ich habe immer gesagt, Bomberjacken kommen wieder. Bomberjacken sind für diesen 2021 und für 2022 so die Jacke, wo ich sagen würde, okay, die werden wir häufiger sehen. Und ich feiere Bomberjacken des Grauens. Deswegen habe ich mich für eine Bomberjacke entschieden. Plus auch noch wichtig ist, die Bomberjacke, die Cargo Pants und, meine Freunde, die Tasche sind alle aus demselben Stoff. Das bedeutet, die Matchy-Matchy, beziehungsweise, ja doch, die Matchy-Matchy-Polizei, will sich dann natürlich da die Hände reiben, ne? Wichtig an der Stelle. Kann man alles drei zusammen rocken. Und direkt hat man Style. Haben wir ja auch von den MCM-Anzügen schon gesehen. 16.05. Sehr, sehr nice. Gute Kollektion. Gefällt mir. Ich glaube sogar die mir bis jetzt am besten gefällt. Von allen Dingen, die ich bei ADR so gesehen habe. Patrick, ganz, ganz viel Glück. Ich wünsche dir viel Erfolg. Schaut nice aus. Gute Arbeit. Okay. Dankeschön an den Max. Das mit den Klau-Vorwürfen. Das war kein Vorwurf, das wäre eher mehr so leichte Clickbait-Vibes im Thumbnail. Alles gut. Ja, okay, krass. Dankeschön fürs positive Feedback. Ich bin auch gespannt, was da in Zukunft bei Max rauskommen wird. Werden wir uns natürlich auch gemeinsam anschauen. Ja, nice. Also war ja eigentlich, bitte korrigiert mich, jetzt nichts irgendwie dabei, was so auf starke Kritik gestoßen ist. Also jetzt bei Max. Deswegen, thanks. Dankeschön.